Die Anstalt ist aus meiner Wahrnehmung heraus sehr hell gebaut, sehr offen gebaut. Das hat Auswirkungen auf die Psyche. Die Architektur und die Gestaltung vor allem der inneren Bereiche hier hat dazu geführt, dass es weniger Aggressionshandlungen untereinander gibt. Ist das ganz anders wie die anderen Gefängnisse, darum ist es schön sonnig und ich glaube, die Insassen fühlen sich eh ganz wohl da. Die Philosophie ist einfach schlichtweg die, dass wir versuchen, nicht noch einmal zu bestrafen, dafür sind wir nicht da. Wir holen die Menschen dort ab, wo sie stehen und versuchen, jeden nach seiner Möglichkeit so zu entwickeln, dass er in Zukunft keine mehr oder weniger große Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Wir haben hier mehr Möglichkeiten, Insassen zu beschäftigen, ein ganz wesentlicher Faktor im Strafvollzug, vor allem dann, wenn es um den Sozialisierungsauftrag geht, also ein geregeltes Arbeitsleben, spielt auch in der Gesellschaft außerhalb des Gefängnisses eine wesentliche Rolle. Sie haben sehr viel Möglichkeit, in verschiedene Betriebsbereiche arbeiten zu können. Wir haben eine Kfz-Werkstätte, wir haben eine Tischlerei, wir haben eine Schlosserei. Wir haben zwei Küchenbereiche, in denen Insassen beschäftigt werden können. Man lässt ihnen eine gewisse Verantwortung. Man sagt, sie können sich das selber ausmachen, solange das Ganze funktioniert. Und ich denke mir, wenn ich einen normalen Umgang untereinander sozusagen vorlebe, übertrage ich das automatisch auch auf die Insassen. Wir waren Gott sei Dank überall eingebunden in die Planungsphasen. Wir konnten auch unser Fachwissen und unsere Expertise, insbesondere was Betreuung, aber auch Sicherheitseinrichtungen anlangt, einbringen. Die Architekten haben nach diesen Beweggründen geplant und die BIK hat nach diesen Beweggründen und Motivationen umgesetzt. Und das war eine hervorragende Kooperation.